Ja, mein Name ist Jörg Hittenbeck und ich bin aktuell kommissarischer Leiter der Abteilung Arbeitswissenschaften und Verfahrenstechnologie der Universität Göttingen. Wir beschäftigen uns an der Abteilung mit neuen Technologien und Arbeitsverfahren in der Waldbewirtschaftung und bewerten diese nach ergonomischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Ein gutes Beispiel, was man hier nennen kann, ist ein aktuell laufendes Projekt, das sich BOMAVAR nennt, bodenschonender Maschineneinsatz im Wald, wo wir eben halt unser Know-how, unser Wissen einbringen. Und da geht es eben halt darum, die Bodenschäden, die so entstehen, die sich eben halt zerlegen lassen, zum einen in einem Aufdruckschäden, also Bodendruckbelastung, und zum anderen eben halt in so einem abrasiven, erodierenden, ausfräsenden Teil. Das können wir eben halt sehr genau mit der von uns entwickelten Messtechnik untersuchen und bieten damit eben halt, ich sag mal, die Möglichkeit, die technischen Parameter, die man eben halt an den Boden reingibt, sehr valide erheben zu können, was dann eben halt auf der anderen Seite wieder genutzt werden kann, zu sagen, was ist denn ein Boden sozusagen technisch auch in der Lage zu tragen. Von unseren Ansätzen profitieren einerseits Maschinenhersteller und Entwickler, die eben halt auf Basis valider Daten ihre Technik effizienter, bodenschonender weiterentwickeln können. Und auf der anderen Seite natürlich auch Forstbetriebe, die eben halt auf Grundlage der von uns geschaffenen Daten vernünftige Entscheidungen für die Bewirtschaftung ihrer Standorte schaffen können und so eben halt langfristig die Ressource Boden auch in ihrem Betrieb schonen können.